Hallo, liebe Zuhörer. Heute mal wieder beim Juporadio mit mir, Dominique. Und ja, das ist einfach die letzte Sendung, die ihr dieses Jahr mitbekommt. Und zwar ist heute der 14. Dezember 2012. Und wie immer werden wir uns heute mal mit einer politischen, aktuellen Diskussion auseinandersetzen. Ich habe hier den Experten Dr. Jan Küppers, der euch gleich was zum Zitat, das wir euch letzte Woche schon vorgestellt haben, erzählen wird. Erstmal zum Zitat von Helmut Schmidt. Jede einzelne der europäischen Nationen wird 2050 nur noch einen Bruchteil von 1% der Weltbevölkerung ausmachen. Das heißt, wenn wir die Hoffnung haben wollen, dass wir Europäer eine Bedeutung für die Welt haben, dann können wir das nur gemeinsam. Was sagt ihr zu diesem Zitat? Wir werden später noch ein paar Telefonate mit euch führen, sofern ihr uns natürlich anruft. Aber jetzt hören wir erstmal, was der Experte Dr. Jan Küppers uns zu erzählen hat. Herr Dr. Küppers, Sie haben Politikwissenschaften studiert und haben sich auch schon oft mit der Zukunftsperspektive bzw. der Frage danach auseinandergesetzt. Erzählen Sie doch erstmal was über sich. Ja, wie Sie schon gesagt haben, habe ich ja Politikwissenschaften studiert und dort auch letztens vor kurzem erst promoviert. Ich habe dann auch eine Zeit lang in Brüssel gearbeitet und hautnah miterleben können, wie das Europäische Parlament überhaupt funktioniert. Und ich muss sagen, ich finde die Einstellung von Helmut Schmidt an dieser Stelle etwas zu pessimistisch. Mhm. Immerhin macht nicht nur die Bevölkerungszahl eines Landes oder eines Völkerbundes seine weltweite Relevanz aus, sondern auch die kulturelle Identität. Wenn Sie jetzt dieses Zitat betrachten und sich dann mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet Europa für den Einzelnen, in welche Aspekte würden Sie das unterteilen oder was würden Sie sagen, was macht Europa aus? Was Europa ausmacht, ist, würde ich sagen, erstmal Frieden. Dafür haben wir auch vor kurzem erst den Nobelpreis bekommen, was eine sehr gute Entscheidung finde des Nobelpreiskomitees. Denn immerhin sind zwei Nationen wie Deutschland und Frankreich, die immer erbitterte Feinde waren, inzwischen enge Freunde geworden. Und Europa ist, die Europäische Union ist ein Garant für Frieden in einem Gebiet, was früher von Krieg zerrüttet war. Nun sagen Sie ja, beziehungsweise Sie gehen ja auch als Erwachsene an diese ganze Situation, beziehungsweise an dieses Zitat und auch an Europa an sich heran. Aber Sie wissen ja, dass wir viele Jugendliche auch Zuhörer haben. Und wenn Sie jetzt einem Jugendlichen was mit auf die Zukunft geben würden, was würden Sie sagen, wie sich das entwickeln könnte? Also wie gesagt, ich bin da ja sehr viel optimistischer als Helmut Schmidt. Denn ich bin der Meinung, dass das Identitätsgefühl für Europa in der Zukunft stark zunehmen wird. Heute kann sich ja kaum jemand, und ich glaube besonders die Jugendlichen, auf denen diese große Organisation Europa besonders kompliziert und undurchsichtig wirkt, damit wirklich identifizieren. Aber ich denke, in der Zukunft wird man nicht mehr sagen, ich bin Deutscher, ich bin Franzose, ich bin Holländer. Nein, man wird sagen, ich bin Europäer. Und das können wir auch schon daran sehen, dass andere Länder, zum Beispiel die Amerikaner, sehen uns auch inzwischen schon nur als Europäer und nicht als einzelne Nation. Und der Euro zum Beispiel ist auch ein wichtiger Schritt in diese Richtung gewesen. Aber mich interessiert auch sehr, wie die Jugendlichen das heute sehen. Und ich freue mich schon auf die ersten Anrufe, die gleich kommen werden. Ja, da haben Sie auch schon perfekt eingeleitet. Danke erstmal für Sie und dieses kleine Interview, was wir mit Ihnen führen durften. So, die Leitungen sind jetzt frei für euch. Und ja, wir erwarten einfach mal die ersten Anrufe. Warten wir mal kurz ab. Oh, da klingelt auch schon direkt was. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Valerie. Hi, Valerie. Was möchtest du uns erzählen, beziehungsweise wie nimmst du das Zitat auf? Nun, ich muss schon sagen, ich stimme dem zu, denn so wie das jetzt im Moment läuft, kann es nicht weitergehen. Ich meine, allein wegen den ganzen Problemen, die wir schon innerhalb Europa haben, mit Griechenland und so, die Leute nehmen uns gar nicht mehr ernst. Ich finde aber auch, dass wir auf jeden Fall, die einzelnen Länder sollten auf jeden Fall ihre Kultur noch behalten und ihren Nationalstolz, sage ich jetzt mal, denn es ist schon wichtig, dass wir uns nicht ganz auflösen. Ich meine, auch andere Länder, die interessieren sich bestimmt jetzt auch für unsere Kultur und sowas. Ja, vielen Dank, Valerie. Ich gebe einfach mal weiter an Herr Dr. Küppers. Und ja, was sagen Sie dazu? Ein sehr interessanter Beitrag, wie ich finde. Zunächst muss ich sagen, dass ich nicht finde, dass die Gefahr besteht, dass die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre kulturelle Identität verlieren.
Erstmal ist die kulturelle Identität auf der lokalen Ebene festgemacht. Und zweitens muss man bedenken, dass wir in Europa eigentlich ein einziger großer Haufen von Völkern sind, sage ich jetzt mal, Haufen die im gut. Prinzip zusammengehören. Ja, ich finde auch eine recht gute Formulierung oder eine recht gute Metapher für die Situation hier, was die Völker betrifft. Und natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, Valerie, hat Europa eine Vorbildfunktion für andere Staaten. Aber um die aufrechtzuerhalten, müssen wir genauso weitermachen, wie wir jetzt schon angefangen haben zu machen. Nur, auch wie Helmut Schmidt es eigentlich gesagt hat, nur finde ich nicht, dass wir es so schwarzmalerisch sehen müssen, dass wir denken, dass Europa so stark an Relevanz verlieren wird. Nein, ich finde, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg dazu, Europa auch in der Zukunft als wichtiges Mitglied der internationalen Gemeinde zu erhalten. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Küppers. Und Valerie, ich hoffe, wir beide, beziehungsweise Herr Dr. Küppers, konnten dir helfen und glaub an ein starkes Europa und hör weiter dem Jupo-Radio zu, sage ich dazu nur. So, vielen lieben Dank, Herr Küppers, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten und unsere Zuhörer nochmal ein bisschen schlauer zu machen, mich natürlich auch. Wir hoffen, dass wir euch weiterhelfen konnten und mit der letzten Ausgabe von Jupo nochmal ein bisschen den Ansporn geben konnten, dass ihr dann nächstes Jahr wieder bei uns einschaltet, ist ja nicht mehr lange, und uns wieder zuhört. Also vielen Dank. Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und noch einmal vielen lieben Dank, Herr Dr. Küppers.